Bedrock kann man nicht abbauen und ist unzerstörbar. Das stimmt auch, allerdings gibt es doch einen Weg, wie man es zu 100% in Survival bekommen kann. Genau das werde ich in diesem Video machen und damit das erste Bedrock-Haus der Welt bauen. Let's go! So Leute, da wären wir in einer stinknormalen Minecraft-Welt mit ein paar Ausnahmen. Ich bin in der Bedrock-Version. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor. Deswegen sind wir auch hier in der Bedrock-Version. Da gibt es nämlich einen Bug, dass man hier auf eine gewisse Art und Weise Bedrock abbauen kann. Und genau das werden wir machen. Dann werden wir uns da ein Haus draus bauen. Ich habe, by the way, noch nie auf der Bedrock-Version gespielt. Keine Ahnung, was das hier alles ist. Ganz, ganz komisches Terrain für mich. Aber wird schon schief gehen. Bevor wir die Bedrock-Farm bauen können, müssen wir erstmal lauter Sachen ranholen. Also wirklich richtig viel Kram. Ach, das steht jetzt erstmal auf der Liste, aber als erstes natürlich, wie könnte es anders sein, ein paar Standard-Tools. So, die hätten wir auch schon, meine Hungerleiste ist auf 0, deswegen muss er immer dran glauben. Das bisschen reicht natürlich nicht, die hier auch nochmal. So, Essen hätten wir, jetzt müssen wir es nur noch einmal schnell braten. Damit werden wir fürs Erste schon mal einigermaßen equipped. Erstmal werden wir Minecraft durchspielen, währenddessen dabei ein paar wichtige Materialien ranholen, die ich dann brauchen werde im End. Dort werden wir nämlich das Bedrock farmen. Das Einzige, was eigentlich anders sein wird, ist, dass wir 22 Endkristalle ranholen müssen. Das wird eigentlich das Schwierigste hier dran sein, aber wenn wir das geschafft haben, steht uns nichts mehr im Weg, ein Bedrock-Haus zu bauen. Hier haben wir auch schon eine leckere Höhle, genau das, was ich gesucht habe. Alter, was war das denn? Huch, halbes Erdbeben auf dem Bildschirm oder was? Ey, der ganze Bildschirm wackelt, wenn man Schaden bekommt. So Leute, wir werden ganz gut equipped. Was ich jetzt einmal machen möchte, ist ein paar Dias farmen. Wir werden nämlich nachher zum Bedrock abbauen eine Diamantspitzhacke brauchen. Deswegen, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich mal so auf die Suche gehe, aber hier sind einfach welche. Komm schon, wenn das einfach schon 3 Stück direkt sind, dann... Oh nee. Eieiei, Erdrutsch hier. Es war nur ein Dia. Schade. Dann werde ich wohl doch ein bisschen auf die Suche gehen müssen. Oh ne. Huch. So war das nicht geplant. Aber ist nochmal gut gegangen. Hehe. Oh mein Gott, hier ist ein Slime, Leute. Wir brauchen sogar für nachher auch noch ein paar Slimes. Wie viel gönnt der Kollege? Ein Slimeball. Okay. Ja. Haben wir schon mal einen von, ich glaube, 18 brauchen wir. Let's go. Da sind die Dias. Komm schon. Es müssen 2 sein. Es müssen 2 sein. Echt. Oh mein Gott. Huh. So, wir fackeln nicht lange. Eine leckere Spitzhacke. Zack. Und jetzt geht es wieder zurück an die Oberfläche. Bam, Leute. Da sind wir wieder. Und was sehen meine Augen da hinten? Das sieht mir nach einem Dorf auf einem Berg aus. Bei den Villagern würde ich mir gerne ein Looting 3 Buch ranholen und das aufs Schwert klatschen. Weil wir müssen, wie gesagt, Gastränen farmen. Und Looting 3 ist da schon ein Must-Have, würde ich sagen. Moin, Kollege, was geht? Du bist schon mal der richtige Beruf. Tradest aber Bullshit. Die packe ich hier einmal ein und dann suchen wir uns ein Opfer raus. Hehe. Der Kollege hier sieht mir nach einem richtigen Kandidaten aus. Leute, habe ich irgendwas verpasst? Geht das nicht oder was? Als ob es hier kein Boot gibt. Boot. Mit einer Schaufel. Was? Also, das habe ich auch noch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Also, ich spiele nie Bedrock, aber das wusste ich echt nicht. Wie gesagt, werde ich mich jetzt um ein Looting 3 Buch kümmern. Mal gucken, wie lange es dauert. Irgendwann später. So, zum Emeralds traden werde ich auf jeden Fall eine Menge Clay benötigen. Deswegen farme ich das auch einmal. Und ja, dann kümmere ich mich danach um den Looting Villager. Ey Leute, bitte guckt mir nicht so an. Werdet doch zu einem Librarian, hä? Hier, da ist das Ding. Wirklich, ich raff es nicht. Leute, bin ich eigentlich dem Einzigen, den es so geht? Oder sieht das Bett in der rechten Hand nicht so aus wie einen Eisenbarren? Also... Jetzt mal no joke, das sieht legit 1:1 so aus. Oh Leute, schaut mal, was ich gefunden habe. Hier ist ein Wandering Trader und der gönnt Schleimbälle. Perfekt, die brauchen wir nämlich. Damit haben wir schon mal 6, das ist nice. Ich hoffe, der despawnt nicht oder sowas. Dann können wir uns da noch ein paar mehr ranholen. Leute, let's go. Wir haben hier Plünderung 2. Deutsche Übersetzung, ne? Wir haben Looting 2 hier. Ich hole jetzt hier nochmal ein paar Bücher ran. Dann wird nicht lange gefackelt. Wo ist der Kollege? Hier. Bab, bab. Und das erste, das zweite. Das Ding ist, jetzt werden wir nochmal einen Amboss brauchen, um da Looting 3 draus zu machen. Ein bisschen Eisenfarm werde ich schon hinkriegen. Let's go. Genug Eisen haben wir. Jetzt craften wir uns daraus 3 leckere Eisenblöcke. Bob, bob, bob. Insgesamt dann daraus einen Amboss.
Als nächstes möchte ich jetzt mal hier eine Kiste hinsetzen, wo ich alles drin lagern will, was wir so brauchen werden für die Bedrock Farm. Zum Beispiel einmal einen Trichter, Redstone, Knopf, Pistons, einen Kürbis. Außerdem werden wir auch eine Menge Sand benötigen, weshalb ich mir direkt einfach mal eine Diaschaufel gönne. Und Leute, ich würde sagen, bevor ich euch jetzt hier zeige, wie ich jedes Item einzeln dran hole, machen wir das einmal im Schnelldurchlauf. So Leute, bis jetzt sieht die Kiste so aus, schon gut gefüllt. Und alles, was wir jetzt noch brauchen, bekommen wir aus dem Nether. Deswegen ist das unser nächstes Ziel. Auf in den Nether. Das ist ja auch mal wieder ein richtig geiler Spawn. Irgendwie scheinen hier richtig viele Ghasts zu spawnen. Oh Gott, ich werde hier einmal... Oh nein, nein, nein. Das war wohl ein bisschen sehr hoch. Okay, das ist jetzt kacke. Och nee, und der Kollege hat meine komplette Rüstung eingesammelt. Okay, Leute, zum Verteidigen habe ich ein Feuerzeug, ein Diamantschaufel und ein Goldschwert. Let's go. Okay, unsere Emeralds liegen hier noch. Sag mir nicht, dass das Looting-Schwert weg ist. Wirklich. Die Diamantspitzhacke ist da. Okay, das ist auch sehr wichtig. Ja, es sieht ganz so aus, als ob wir kein Looting mehr haben. Aber ich glaube, wir werden da einfach noch einmal ganz kurz zurückgehen, ein neues holen. Und ja, dann haben wir das auch wieder. Da wären wir wieder. Looting, Schwert mit am Start. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die Suche nach einer Festung. Oh mein Gott, Leute, endlich. Hier ist eine Festung. Ey, ich habe schon wieder viel zu lange hierfür gesucht. Und hier ist auch direkt ein Enderman dabei. Können wir uns hoffentlich noch eine Enderperle ranholen? Ich hatte nämlich auch nochmal nachgeguckt. Und wir werden tatsächlich für das, was ich vorhabe, 32 Enderperlen brauchen. Ja, das wird auch nochmal ein Krampf, das alles ranzuholen. Bam, dafür hat er gegönnt. Nämlich direkt 3 Enderperlen. Sehr lecker. Aber Leute, jetzt werden erstmal lauter Blazes getötet. Und dann noch die ein oder andere Gasträne. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles. Dann kann es losgehen. Dann können wir ins End und dort die Bedrock Farm bauen. Aber erstmal werden ein paar Endermänner gekillt. Der Kollege sollte die letzten Enderperlen gönnen. Komm schon, drop ein paar. Jawohl, perfekt. Damit haben wir 16, 32, 43. Das reicht dicke aus. Gastränen haben wir, Schleimbälle haben wir. Allerdings ist mir nochmal eine Sache eingefallen, die mir fehlt. Ja, wirklich jetzt die letzte Sache. Nämlich benötige ich nochmal ein bisschen Obsidian, um damit 2 Enderkisten craften zu können. Bop, 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 bop. Nee. Das war kein richtiges Bob. Damit haben wir 20 zusammen und gönnen uns einmal zack, zack. 2 leckere Ender-Chests. Die eine können wir schon direkt hier in unser Base platzieren, weil da werden wir jetzt alle Sachen reintun, die wir nachher für die Farm brauchen. Ihr seht, das sind echt viele nervige einzelne Items. Deswegen sehr praktisch. Was wir auf jeden Fall nochmal craften müssen, sind die ganzen Endkristalle. Zack, da haben wir sie. 22 insgesamt. Sehr nice. Perfekt, Leute. Unsere Kiste ist fertig. Wir haben jetzt alle Materialien. Wir werfen das erste Enderauge und es geht in diese Richtung. Let's go. Ist das normal, dass in der Bedrock-Version einfach so Bäume fliegen? Also Leute, ich bin gerade die ganze Zeit in diese eine Richtung nach da hinten gelaufen, bin dann wieder umgekehrt, weil das Enderauge mich hier geführt hat. Und jetzt gönnt euch mal, ich werfe von hier das Enderauge und es ist einfach direkt unter unser Base. Da war unser Base und hier ist der Stronghold. Hä? Wie krass, oder? Ja, tatsächlich, er ist einfach direkt hier unter dem Dorf gewesen. Da wären wir auch schon. Einmal alle Enderaugen rein. Bob, bob, bob. Das hätten wir. Und jetzt wird nicht lang gefackelt. Es geht auf ins End. Da wären wir, Leute. Let's go für einen schnellen Endfight. Und Leute, er ist down. Let's go. Alter, das war ein Krampf hier. Ganz komisch, diese Version, wirklich. Egal, Leute, wir stellen unsere Ender-Chest auf. Und jetzt geht es an die Arbeit.
Hier zu diesem Portal werde ich jetzt die Bedrock-Farm bauen. Das wird dann so funktionieren, dass man dieses Bedrock hier abbauen kann. Da ich mich jetzt aber auf das Tutorial konzentrieren muss und das einfach eins zu eins nachbauen werde, erzählt euch der Zukunftsdetektiv, wie das hier funktioniert, warum das funktioniert, keine Ahnung. Er erklärt auf jeden Fall die Farm und ich setze mich jetzt an die Arbeit. Jo Leute, hier ist der Zukunftsdetektiv. Also ganz ehrlich, ich habe das Tutorial jetzt ein paar Mal gesehen und weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall setzt man lauter Endkristalle in das Endportal rein. Dadurch resettet es sich dann irgendwie die ganze Zeit und dank so einer Redstone-Konstruktion wird dann Endstone mit einem Piston ins Endportal reingeschoben. Dieser Endstone-Block denkt dann, er wäre ein Bedrock-Block, ist aber eigentlich ein Endstone-Block und wenn man den dann abbaut, bekommt man Bedrock gedroppt. Keine Ahnung, ob das klappt, wieso das klappt, ich weiß es doch auch nicht, aber die Farm ist jetzt auf jeden Fall fertig. Oh mein Gott, Leute, da war der erste Block, oder? Hier! Wir haben einen Bedrock abgebaut. Oh mein Gott. Let's go, Leute. Let's go. Wir haben das Ziel fast erreicht. Das Ganze funktioniert sogar relativ gut AFK. Alles, was ich machen muss, ist hier stehen bleiben. Und ja, es gibt eine gewisse Chance. Das Ganze klappt nicht jedes Mal. Aber ich werde jetzt ein paar Stacks zusammenfarmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die hab. Zack, Leute. Da wären wir wieder in unserer wunderschönen Base. Und hier haben wir das leckere Bedrock. So, und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist einen schicken Platz für unser Haus suchen. Ich finde ja hier neben dem Dorf auf diesem kleinen Hügel ist ein ganz netter Ort. Nehmen wir hier nochmal Erde mit, damit wir das auch ein bisschen terraformen können. Und Leute, ihr kennt mich. Eigentlich würde ich jetzt sagen, gönnt euch die Timelapse, aber ich habe hier diese Mod nicht. Deswegen machen wir es ein bisschen anders. Gönnt euch einfach, wie ich das Haus baue. Und Leute, bam! Ist einfach nur so ein kleines Standard-Haus-Design. Hier innen drin ist auch nicht viel los. Hab das Dracheneimer hier hin platziert und ein Bett. Komm und schlafen und rausgucken. Jawohl, Leute. Und damit haben wir es geschafft, ein Bedrock-Haus zu 100% in Survival zu bauen. Falls du nun mehr von sowas sehen willst, kannst du dir jetzt das angezeigte Video anschauen, in dem ich versucht habe, in 100 Tagen so reich wie möglich zu werden. Viel Spaß dabei!